Okay, wir hätten das Gegengift uns aufsparen können. Ich werde schwer erwischt. Ja? Okay. Noch ein Gegengift. Wow-Gift ist ja auch schwer erwischt. Garstig. Ich fürchte, ich werde es nicht schaffen. Oh, jetzt hat das Gift von selber nachgelassen. Jetzt haben wir ein Gegengift verbraten. Ja, beißende Wolzen sind halt böse. Worum handelt es sich? Brauchst in Ordnung. Ist etwas nicht in so schnell ich kann. So, das heißt, du darfst mal ein bisschen heilen. Nee, fangen wir mit den Kleinen an. Dein Befehl. Mortis. Und ich hätte echt nimmer von Beutel kaufen sollen. Kann ich helfen? Da hätten wir solche Probleme jetzt gerade. Naja gut, sobald wir Dontief abgeschlossen haben, können wir uns mal zurückziehen. Ganzen magischen Waffen in Kuldaha verkaufen und uns nehmen wir vor einen Beutel kaufen für die weiteren Beute, die wir Brauchst so machen. Vita Mortis. Jawohl! Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Vita Mortis. So, das reicht. Hier ist alles verschlossen, nur hier sind die Drow durchgebrochen, so wie das aussieht. Das ist auch eine größere Höhle hier. Woran hast du gedacht? In Ordnung. Und hier gibt es Erdkolosse, die mit sich reden lassen und die auch noch Namen haben. Okay, Orks. Bevor wir weitergehen, gucken wir mal, was er zu sagen hat. Geht nicht weiter, Reisender. Ich möchte mit euch sprechen. Wusste gar nicht, dass Typen wie ihr sprechen können. Wer seid ihr? Tut mir leid, aber ich muss wirklich weiter. Wer seid ihr? Ich bin nicht, was ihr seht. Ich war einst ein meisterhafter Wandler, ein roter Magier von Tai. Mein Wissen groß und Aru. Ihr wart ein Zauberer. Wie kamt ihr zu eurer gegenwärtigen Gestalt? Tut mir leid, aber ich habe nicht die Geduld, mir das anzuhören. Lebt wohl. Ihr wart ein Zauberer. Mein Name war Sablik Tanmann. Wurde meiner Fehler überdrüssig, setzte meine geheiligten Zauber ein, um das aus mir zu machen. Was ich bin, viel Verwirrung als Tage weiter fortschreiten. Muss euch sagen, ich habe Angst. Wovor habt ihr Angst? Die Orks, die in diesen Gängen leben, in meinen Gängen, sind meine Geschöpfe. Sie empfinden große Verachtung für mich. Ich kann nicht weg. Meine Gestalt, mein Heim, die Strafe für meinen Ehrgeiz. Es machte mir Spaß, sie gegen ihren Willen zu verändern. Ich bereue es sehr. Warum sollte irgendjemand Mitleid mit euch haben? Ja, fragen wir das mal wirklich. Er ist ein roter Magier. Die sind für gewöhnlich nicht gerade die
tollsten Menschen. Warum sollte irgendjemand Mitleid mit euch haben? Was geschehen ist, ist geschehen. Ich habe meine Handlungsweise nicht Ich kann meine Handlungsweise nicht entschuldigen oder meine Absichten. Ich bin nicht alleine schuldig und ich bin zerfressen von Hass für einen anderen. Die Verantwortung lastet nicht auf meiner Seele allein. Ich bin nur eine Schachfigur in diesem Spiel. Erzählt mir mehr über eure Situation. Ich muss mich kurz fassen, ich werde müde. Ihr könnt anderen helfen und mir helfen. In dieser Höhle haben die Orks einen Anführer. Er hat nicht nur diese Rolle, sondern auch eine andere. Was für eine? Er ist einer von sechs. Er und die anderen sind hier, um zu verhindern, dass jemand unerlaubt eindringt. Hier eingesetzt von dem, der mir und vielen, vielen anderen Schaden zugefügt hat. Wenn es ihn nicht mehr gibt, werden seine Wächter aufeinander driften und das Böse schwächer werden. Ihr wollt, dass ich den Anführer töte? Leider gibt es wohl keinen anderen Weg. Ich bin voller Schuld. Ich kann meine Handlung nicht entschuldigen, aber meine Bedeutung in dieser Welt erlischt und ein noch viel größeres Unrecht lodert hoch. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin sehr dankbar und weiß, dass eure Handlungen über mein eigenes Geschick hinausgehen. Bevor ihr geht, er hat ein Symbol, ein Abzeichen. Das müsst ihr in euren Besitz bringen. Bringt es hierher, damit ich weiß, dass ihr euer Wort haltet. Ich werde versuchen, euch dann mehr zu erklären. Ich komme wieder. Tagebuch. Wir haben einen Erdkoloss getroffen, der in Wirklichkeit ein roter Magier von Tai namens Sablik Tan ist. Sablik sprach von einer großen Ungerechtigkeit in der Welt und von seiner Befürchtung, die Orks könnten in dem Gebiet, das er mit erschaffen hatte, einen Vergeltungsschlag verüben. Er hat uns gebeten, einen Ork-Häuptling in dem Gebiet aus dem Weg zu schaffen und mit einem seiner Abzeichen zu ihm zurückzukehren. Im Gegenzug versprach er uns weitere Informationen. Ich höre. Wenn es dein Wunsch ist. Also mal Quicksave machen. Dann können wir mal gucken. Dieser Höhle ist nichts. Also ja, wir haben hier unten ein paar Orks. Ja, und so groß ist es jetzt auch nicht, wie ich gedacht habe. Also ja, sofort. Zwei Ork-Plünderer, die können wir eigentlich so besiegen. Vergnügen. So, wie viel Munition hast du eigentlich noch? 50. Das sollten wir mal ändern. In den Rucksack, bitte. So. Was ist los? In Ordnung. Dann gucken wir mal. Hier unten ist ein Lager. Okay, hier muss... Das hier muss... Ah. Krillak. Tag, Krillak. Sag, was du verstanden. Wie kann ich helfen? Sofort. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Bin nur auf der Durchreise. Hier kommt niemand durch. Ihr werdet sterben. Das werden wir sehen. Was immer wieder gut ist, hier war doch noch einer. Orks haben keine Fernkämpfer. Und keine Magier. Dein Befehl? Vorwärts! Zweihändiges Schwert, Geld, Krillaks Abzeichen und Nachricht an Krillak. Kannst du das identifizieren? Nein.
Grabmalklinge. Ne, 1W4er Klinge. Die Grabmalklinge, die diesem Namen ihre Fähigkeit verdankt, Kriege ins Jenseits zu befördern, wurde von dem Söldner Kern benutzt. Kern war ein fähiger Soldat der schweren Infanterie. Er und seine Kompanie, Kernsbrecher, verdingten sich bei allen möglichen Kriegsherren, Banditen, Magiern und Religionsführern. In der Regel standen sie bei Schlachten ganz vorne, um angreifende Einheiten schwerer Kavallerie abzufangen und ihre Formation aufzubrechen. Kern starb 1054 Thalyser Zeitrechnung, als er versehentlich das Pferd eines schwer gepanzerten Feindes tötete. Das Pferd fiel auf Kern und zerquetschte ihn. Im Wahnsinn der anschließenden Schlacht wurden die meisten seiner Kameraden in die Flucht geschlagen. Obwohl Kerns Leiche nie gefunden wurde, barg die Gruppierung, bei der er zu jener Zeit im Dienst stand, die Kirche des Helm, sein unverwechselbares Schwert. Also noch ein Schwert. Was Hagrid mit sich rumschleppen kann. So, was steht denn? Also erstmal, auf dieser schwarzen Stahlplakette ist rot Krillaks Siegel eingraviert. Eine geöffnete Hand, über der eine Kugel schwebt. Anführer Krillak, wie ihr mittlerweile wisst, ist euer Meister und Schöpfer nicht mehr da. Malavon, Sablix Helfer, Kompanie und Kollege Partner, wird sich von nun an um alle magischen Dinge in der Kuppel nördlich des Künstlerbezirks kümmern. Ihr seid der Stärkste eurer Art und deshalb übergebe ich euch Sablix Leutnant Abzeichen. Verwendet es als Symbol der Autorität, die ich euch verleihe. Solltet ihr oder einer der anderen eines Tages mich sehen müssen, müsst ihr euer Abzeichen mitbringen. Seht es als Schlüssel an einem von 6 Schlüsseln zu einem Schloss, verliert es nicht. Ich übergebe euch und den anderen Orks die Verantwortung für die Verteidigung der oberen Bereiche von Dorntief. Es ist euer neues Zuhause. Macht damit, was ihr wollt, doch fügt euch stets meinem Willen und dem Willen Ilmatas. Was? Greg Frostbart in Würmzahn? Gletscher? Fragezeichen. Ist euch direkt übergeordnet. Braucht Hilfe, wendet euch an ihn und seine Männer. Verteidigt diese Festung mit eurem Leben, denn versagt und überlebt ihr, wird euer Leiden grausam sein. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, diesen Brief zu verstehen, lasst euch von Adinarik oder einem der anderen Drow-Söldner erklären. Im Blut unseres Vaters, RBP. So, ich kann die Notiz sogar in mein Tagebuch kopieren einfach. Kann sie jetzt hier reinpacken in meine Schriftrollen. Weiter! In meinen Schriftrollenbehälter. Sag, was du von mir... Es soll geschehen. Ja, das war ein netter kleiner Kampf. Seid gegrüßt, Reisende, ihr seid zurück. Ich habe den Häuptling der Orks erledigt, um ihm dieses Abzeichen abgenommen. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Ich kann nicht mehr lange sprechen. Ich muss euch sagen, dass jeder der 6 solch ein Abzeichen besitzt. Wenn ihr ihn suchen geht, müsst ihr sie alle in euren Besitz bringen. Ich muss mich ausruhen. Auf Wiedersehen. Sablik. Und damit verschwindet er einfach. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Woran hast du gedacht? Ich tue es. So, dann gucken wir mal, wen oder was wir hier unten noch finden. Außer einer ganzen Ork-Bande. Etiz. Dein Befehl, es soll geschehen. Ich kann das machen.
Okay, dann spielen wir ein Spielchen mal wieder. Dieses Mal nennt es sich Orkgrill. Oh, God.